Manche denken, wenn die Frau sagt, lass mich scheiden, der sagt, du bist geschieden, dann ist das Khula. Das stimmt nicht. Al-Khula, barakallahu fikum, macht man, wenn der Mann die Scheidung nicht geben will und die Frau will die Scheidung. So, weil die Frau sagt ihrem Mann, ich will die Scheidung. Der Mann sagt, nein, ich will keine Scheidung machen. Sagt, doch, du machst das. Dann gehen sie zum Richter. Und der Richter hört von beiden und sagt, aha, gib ihm seine Morgengabe zurück, lass sie scheiden, das ist Khula. Und die können untereinander machen, der Mann und die Frau. Der sagt ihr, okay, gib mir meine Morgengabe zurück, ich lass dich scheiden. Das ist Khula. Aber wenn die Frau sagt, lass mich scheiden, und die sagt, ja, du hast das verlangt, dann bekommst du deine Scheidung, dann ist das ganz normale Scheidung. Und die hat alle Rechte dann. Aber bei Khula, die verzichtet auf ihre Morgengabe für den Mann oder gibt ihm das zurück. Allah ta'ala ala. Und natürlich der Unterschied auch zur normalen Scheidung ist bei Khula, dass Khula nicht als Scheidung angerechnet wird. Das heißt, wenn ein Mann sich von seiner Frau zweimal geschieden hat und das dritte machen sie Khula, das sind keine drei Scheidungen noch. Khula zählt nicht als Scheidung. Und bei Khula wartet die Frau eine Blutphase ab. Ihre Wartezeit ist ein Blutphase. Bei Talaq, bei normalen Scheidungen, die sind drei.